Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Weserspucker-Turnier 2011. So viel vorweg, es lief gut für den BVB. Nachdem die Westfalen im Vorjahr das Elfmeterschießen gegen das heimische Weserspucker-Team für sich entscheiden konnten, kam es in diesem Jahr zu einer spannenden Neuauflage, bei der die Lokalmatadoren nach einer hervorragenden Vorrunde bis zum Schluss ein spannendes Spiel lieferten. Diesmal entschieden die Dortmunder die Partie aber in der regulären Spielzeit klar für sich. 5:0 stand es beim Schlusspfiff, woran einer nicht ganz unschuldig war. Christian Wörns. Sie sind das erste Mal hier in Minden. Vor 2 oder 3 Jahren hat es mal nicht geklappt. Prompt ein Turniersieg. Besser geht eigentlich nicht, oder? Ja, erstmal stand der Spaß im Vordergrund und es hat riesig Spaß gemacht. Ich komme ja auch nicht mehr so oft zum Fußballspielen. Und klar, sind wir glücklich jetzt über den Turniersieg. Das sah aber ganz anders aus. Sie waren heute eigentlich fast der beste Mann und am Ende sogar noch Torjäger im Finale. Ja, sehr ungewöhnlich. Das kennt man aus der Bundesliga gar nicht. Ja, das waren halt Konteraktionen und vielleicht hatte ich noch die meisten Kräfte. Okay. Und dieses Ding, was Sie da von der Mittellinie fast in den Winkel setzen? Man probiert es, es klappt und das klappt nicht und heute hat es geklappt. Ja, und war ein schönes Tor. Ich glaube, so deutlich, wie es das Ergebnis letztendlich aussagt, war es nicht, fand ich jedenfalls. Weil ich auch glaube, dass bei Dortmund am Anfang jeder Schuss ein Treffer war. Michael Bieger konnte sich ja gar nicht auszeichnen, aber jeder Schuss war ein Treffer. Wir haben es versucht. Ich finde, 5 ist ein bisschen zu viel. Da sind wir eindeutig unter Wert geschlagen worden. Ich glaube, so klar war es nicht, auch wenn Dortmund die bessere Mannschaft war. Du hattest so ein bisschen gemischte Gefühle vorher. Man wusste nicht so recht, ist die Mannschaft noch so in der Form, wie sie letztes Jahr war? Wie ist jetzt dein Fazit? Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, in so ein Turnier reinzukommen. Das haben wir geschafft mit dem ersten Spiel gleich, das 3-2. Danach lief, glaube ich, vieles von allein. Da haben wir wirklich, wirklich sehr gut kombiniert und haben auch richtig guten Fußball gespielt. Ich denke auch dann auch völlig verdient im Endspiel gestanden. Dass es dann natürlich 0-5 wird, das ist schon bitter auch für die Jungs, weil ich denke, das haben sie nicht verdient. Weil ich glaube, insgesamt haben wir ein richtig gutes Turnier gespielt. Dass es dann nachher so deutlich wird, ist eigentlich schade. Das Weserspucker-Turnier selbst kommt bei allen Beteiligten gut an. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, das 5. Mal hier. Ich finde das toll, ich finde das super. Und gut, aber man sieht, in diesem Jahr sind nicht so viele Zuschauer, leider. Hängt natürlich mit den Witterungsverhältnissen an. Wenn es jetzt nur geschneit hätte, und, dann wäre natürlich die Halle voll. Das ist so. Ja, aber ich finde das ein super Turnier und super Mannschaften. Also eine tolle Sache. Kompliment dem Veranstalter, muss ich sagen. Super. Ja, 27 Weserspucker-Turnier gelaufen. Vom Fußballischen her, Sportlichen her, eine super Geschichte, tolle Atmosphäre gewesen. Was uns als Veranstalter immer ein bisschen, nicht total enttäuscht, aber wir hätten gerne noch ein paar mehr Zuschauer gehabt. Es sah zu Beginn ein bisschen dürftig aus, hat sich dann mehr gefüllt. Zum Ende war es auch wieder nicht so schlecht und trotzdem ist so der Anspruch, wir hätten gerne noch mehr Leute hier in der Halle gehabt. Als guter Ausrichter gewinnt man die eigene Veranstaltung natürlich nicht unbedingt. Ich hätte gerne da, als letztes Jahr das gleiche Endspiel war, Dortmund gegen Weserspucker-Team. Gerne vielleicht den Club mal im Endspiel gesehen, der immer dabei ist, der dieses Jahr eine sehr gute Mannschaft gehabt hat. Aber so ist Fußball und die beiden haben sich sportlich durchgesetzt und von daher war es dann auch das gerechte Endspiel. Doch das Weserspucker-Turnier bietet nicht nur schönen Fußball, wie hier das Elfmeterschießen zwischen Nürnberg und den Weserspuckern. Seinen Ruf verdankt es auch den hochkarätigen Teilnehmern auf dem Feld und auf der Bank. Turnier ist für mich immer die Champions League der alten Herren. Für ein normales Turnier ohne Fernsehen ist Minden Champions League der alten Herren. Und wir fahren da schon sehr gerne und sehr oft. Ich denke, fast 20 Mal waren wir hier. 20. Mal waren wir heute hier und da sind wir auch stolz. Und besonders stolz bin ich auf meine Freundschaft, die ich über diese Jahre aufgebaut habe mit dem Heinz Albertmeier. Und nochmal danke an dich, Heinz, dass ich dich kennenlernen durfte. Naja, wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt, denke ich. Wir haben ein paar überragende Einzelspieler drin gehabt mit Sascha Zirich, Saris Kamba, Wiesinger und Zima. Und alle anderen haben auch dazu mit beigeholfen, dass wir einen sehr guten 3. Platz belegt haben. Wir sind sehr zufrieden, freuen uns darüber und gehen jetzt mit Vergnügen in die 3. Halbzeit. Sie sind am Ende mit Ihrer Mannschaft, mit den Eurokickern, ziemlich deutlich ausgeschieden. Woran hat es gelegen? Warum hat es nicht gelangt? Ich glaube schon, dass das Alter ein bisschen eine große Rolle gespielt hat. Wenn man die jungen Burschen sieht, die topfit sind und hier rennen wie die Vollprofis, dann ist man schon zu Recht ausgeschieden. Wie sieht Ihre persönliche Zukunft als Trainer aus? Kann man da noch was erwarten?
viele Verhandlungen, liest man immer so, aber oder ja, man Gerüchte? Man soll nie sagen, da müssen alle Rahmenbedingungen müssen da passen. Also Vollzeitjob über das ganze Jahr, über im Ausland oder sonst wo, das werde ich mit Sicherheit nicht wahrnehmen. Aber wie gesagt, vielleicht so ein Nationaltrainer-Postenjob. Bin ich momentan am Verhandeln. Ich hatte letzte Woche ein Angebot von Partizan Belgrad, das habe ich abgelehnt, weil das Volltagsjob war. Und es kommen immer wieder Angebote hin, ich höre mir das alles an. Und was könnte Sie denn noch so richtig reizen mal? So ein Team, das bei der WM dabei wäre. Also selbst mich für die WM zu qualifizieren, das wäre sicherlich der Anreiz, der noch im Prinzip alleine noch im Hinterkopf steckt. Ja.